So schnell ihr könnt, rennt ihr aus dem Nebel, aus dem Armenviertel. Um euch herum glimmen einige Lichter auf, aus den Ruinen, in denen kein Mensch mehr wohnen kann. Hinter euch könnt ihr Quaken und Hopsen hören, wütende Rufe, die keiner menschlichen Sprache gehorchen. Euch wird klar, dass die Eroberung der Stadt und das Niederbrennen vielleicht gar keine so schlechte Idee sein könnte. Doch die Bücher und Schriften müsst ihr immer noch holen. Ihr habt vom blinden, wahnsinnigen Mann einen Namen bekommen: Isakos Heraklios. Am heutigen Tag war die Suche noch gar nicht allzu lang, doch nun ja, wo ihr aus dem Nebel heraustretet, aus dem Viertel, aus dem verfluchten Viertel, könnt ihr sehen, dass es bereits wieder dämmert. Die Zeit arbeitet gegen euch und ihr fühlt euch um viele Stunden beraubt. Tja, wo finden wir jetzt diesen Isakos Heraklios? Haben wir erfahren, welcher Profession er nachgeht oder wo er eigentlich zu finden ist? Nein, wir haben nur den Namen erfahren. Korrekt. Und wie wäre es dann, wenn wir mal einfach mal die in der Runde fragen, ob das ein in der Stadt bekannter Name ist? Mal vorsichtig bei irgendwelchen Bettlern oder Straßenkindern und dann vielleicht weiter über irgendwelche Händler oder, ja, keine Ahnung, Tratschweiber. Ratschweiber. Ja, das stimmt, mit denen haben wir eigentlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. So. Genau, das letzte war nicht ganz so prickelnd. Vielleicht lädt sie euch wieder auf einen Tee ein. So, dann hat man noch das Theodosius-Forum. Isakos Heraklius. Na, ich würde einfach mal impulsiv an jemanden, den ich auf der Straße sehe, herantreten, um ihm in, puh, das ist schon wieder Sprachen. In welcher Sprache soll ich ihn anreden? Und Probier's mit Quark. Quark. Um ihn in miserablem Arabisch zu fragen, ob er jemanden mit Namen Isakios Heraklios kennt. Würfel mal Glück. Glück. Würde ich dir sogar noch um 20 Punkte erleichtern, reicht aber auch so. Ja, der Mann kann sich auf schlechtem Arabisch dann auch mit dir unterhalten. Also A, er kann Arabisch und B, er weiß sogar, wer dieser Isakos ist. Das ist wohl ein stadtbekannter Adliger, der sein Haus, wirklich eine Villa ist es nicht, in der Nähe vom Blaschernenpalast hat. Und kann euch dann auch eine grobe Richtung sagen, also von hier aus einfach in Richtung Norden. Da müsstet ihr euch dann vielleicht noch zwei das Mal durchfragen, aber er ist generell ein bekannter Mann. Okay. Blaschernenpalast. Wie scheint, wird es nicht schwer sein, diesen Isakios zu finden. Anscheinend ist er ein stadtbekannter Adeliger. Die Frage ist, ob wir einfach vorgelassen werden. Ich auf jeden Fall nicht. Nicht so, wie ich aussehe. Nicht so, wie jeder von uns aussieht. Das stimmt auch wieder. Na, ich bin noch nicht angekotzt, zumindest. Oder angerotzt. Aber sehr, sehr nobel schaue ich natürlich auch nicht aus. Das stimmt, ja. Unter welchem Vorwand würde er uns überhaupt vorlassen? Es ist ja so. Dieser Adlige hat dem anderen Zuflucht gewährt. Dem Buchhändler, ja. Ja, genau. Das heißt, der Buchhändler und er müssen sich ja wohl kennen, weil sonst gewährt er ihm ja nicht einfach irgendwie Zuflucht. Das heißt aber wahrscheinlich, dass der Adlige Interesse hat, dass der Buchhändler überlebt. Und wahrscheinlich kann sich der Adlige im Falle einer Kapitulation der Stadt aufgrund seines Reichtums vielleicht auch einen gewissen Schutz erkaufen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn wir dorthin gehen und versuchen zu sagen, hey, wir sind hier, um den Buchhändler zu unterstützen, und seine Ware aus der Stadt zu kriegen, jetzt, wie wir das dann andeuten, das sollten wir erstmal probieren, dann rauszufinden, wenn wir vielleicht reinkommen. Aber dass wir sagen, wir sind bereit, ihn aus der Stadt herauszukriegen mit seinen Büchern, weil wir seine Bücher retten wollen. Wir haben den Auftrag dazu, was ja auch indirekt stimmt. Augenzwinkern Richtung unserem nächsten Papst hier. Ist natürlich sehr spekulativ, wenn wir uns auf sowas begeben, ne? Weil damit legen wir uns ja quasi offen. Ja, natürlich, aber ich glaube. Während ihr gerade diskutiert, wie es weitergehen kann, könnt ihr wieder sehen, wie über euch einige Lichter immer größer und größer Weg, 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 und weg, dann weg. zu einem gleißenden Feuerball werden, der einige viele Meter neben euch in den Boden aufschlägt. Ein gewaltiges Geschoss, was jetzt vom Himmel gefallen ist, zu eurer Beunruhigung aus dem Süden. Die Flotte. Oh Gott. Aus Richtung des Meeres. Ja, Flotte. Richtig. Ja, der Steinbrocken ist eingeschlagen. Es gibt dann auch sehr viel Tumult, gerade um diese Einschlagstelle. Ihr könnt das Schreien von Kindern hören, das Schreien von irgendwelchen, ja, Männern, Leute, die jetzt zu Hilfe kommen. Denn ihr habt dieses etwas herabgeranzte Viertel verlassen und befindet euch jetzt wieder in der normalen Stadt, wenn man das so sagen kann. Aber wenn ihr jetzt einmal in Richtung des Himmels schaut, könnt ihr sehen, wie hier wohl noch ein paar mehr Feuerbälle immer größer und größer werden und die ganze Stadt nach und nach eingedeckt wird. Ich brüll nur, bewegt euch nach Norden, weg vom Wasser, weg vom Wasser.
Ich habe große Fragezeichen auf der Stirn. Los, renn! Mir ist es egal, ich laufe. Ich würde auch Richtung Norden laufen. Also ich denke mir nur eins, wenn es wirklich Katapulte sind vom Wasser aus, die haben nur gewisse Reichweite und die werden nicht den gesamten Stadtkern bis zum, ich nenne es jetzt mal, nördlichen Mauer erreichen. Also ist jetzt vielleicht unsere größte Chance, wirklich Richtung Norden zu laufen. Ich schlage das Kreuzzeichen und murmel ein Stoßgebet, bevor ich dann mich umschaue, wo die anderen hinrennen. Seid ihr in gleicher Richtung unterwegs oder laufen wir gerade auseinander? Nein, nein, ich schubs euch alle vor mir her. Ja, ich würde, ohne angeschubst zu werden, auch Richtung Norden laufen. Ja, gebt mir einfach mal alle eine Gewandtheitsprobe. Schauen wir mal, wie fix ihr seid, ob ihr dann ja auch den jetzt aus der Straße eilenden Leuten ausweichen könnt. Denn jetzt ist natürlich eine ganze Menge an Chaos. Nein. Francesco kann wohl einer aus dem Haus stürmenden Frau nicht mehr ausweichen und schlägt hart auf den Pflasterboden auf, sodass er sich sein Knie aufreißt. Du bekommst einen Schadenspunkt. Und auch Poggio. Ich möchte zwei Glückspunkte ausreden. Und auch Poggio. Ah, okay. Poggio kann gerade noch unter einem Wagen hindurchtauchen, der wohl gerade aus einer anderen Gasse herausgeschoben worden ist oder führerlos, ja, jetzt durch die Gegend rollt. Kann sich dann einmal abrollen und steht dann auf der anderen Seite. Bin ich froh, dass ich ein Stoßgebet noch abgegeben hat. Der Herr ist bei uns. Ja. Ich rabbel mich halt fluchend auf. Die Lateiner sind da! In welcher Sprache? Das war wohl Griechisch. Ja, na, ich würde sagen, wir laufen trotzdem weiter Richtung Norden. Vielleicht könnten wir ja Obdach kriegen bei diesen Sakios. Vielleicht, also es ist eine sehr naive Vorstellung, aber vielleicht haben wir ja Glück. War ja vorhin schon meine Idee. Ja. Ja, es ist die einzige Spur, die wir haben und auf alle Fälle führt sie möglicherweise vom Süden her weg. Von daher, dann los. Ja, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, die ihr dann durch die Stadt, durch die Gassen eilt und rennt, weil ihr hier nicht auskennt, weil ihr hier noch nie wart. Aber dann könnt ihr auch direkt vor euch Kämpfe an der Mauer, an der nördlichen Mauer hören. Nicht unbedingt sehen, aber ihr seid relativ nahe am Goldenen Horn und könnt dann hier die Kämpfe mitverfolgen. Noch einmal von euch einen schweren Glückswurf, um jetzt wirklich noch einmal seine Villa zu entdecken, denn ihr solltet hier euch ein zweites Mal rumfragen. Und ja, das ist natürlich jetzt, ja, vielleicht Gottes Wille. Ja. Aha, extrem. Aha, Gottes Wille, dass man hier jetzt eine Person findet, die euch A, versteht und B, auch noch bereit ist, den Weg zu einer Villa zu weisen. Aber der allererste, den Poggio anspricht, deutet dann einfach nur mit einem Finger in Richtung eines Hauses. Wenn du einfach nur den Namen erwähnst, also Isakos Heraklios, bist du gerade irgendwie in der Nähe, wird auf eine kleine, auf ein Steingebäude gezeigt. Wie gesagt, nicht wirklich typische große Villa, aber von außen nacktes Mauerwerk, ist wohl zweistöckig und es gibt ein großes Tor, was zum Zeitpunkt verschlossen ist oder geschlossen ist und davor niemand zu sehen. Sie ist wohl verlassen, zumindest sieht das so aus. Kann ich mir das Schloss mal angucken? Das könntest du tun, ja. Sind wir da mechanische Reparaturen? Ja, genau, würde ich jetzt so machen, mechanische Reparaturen. Kritisch. Du betrachtest es hier einmal relativ simpel. Du nimmst den kleinen Feuerstein, den dir der Bettler auch noch wieder zurück an den Kopf geworfen hat, kannst dann mit diesem Feuerstein relativ simpel dieses Schloss einmal öffnen. Du hörst, wie auf deiner Seite der Hebel knackt und die Verriegelung wohl freigegeben wird. Ganz schön schlampiges Schloss. Poggio, was machst du da? Verzeih mir, Pater, aber ich will nur weg. Jetzt ist die Tür schon offen. Ich guck die beiden anderen an. Die Tür ist schon offen. Ich humpel halt rein, also mir ist es jetzt eigentlich Schnurzupiepe. Tür auf, ich halte sie auf und wenn die anderen nicht nachkommen, dann mache ich die Tür wieder zu. Nun, Vater, wir werden dem Besitzer durchaus erklären können, in dieser Notsituation, denke ich, ist es legitim, zu solch Mitteln zu greifen. Meint ihr nicht auch? Es geht schließlich um unser Leben. Nun, es wird wohl im Sinne des Herrn sein. Damit schlüpfe ich dann als Letzter auch noch hin. Und ich mache die Tür hinter uns zu. Perfekt. Während ihr euch dann umseht, der Lärm der Straße etwas leiser wird, auch wenn er immer noch ohrenbetäubend ist, denn weitere Steinbrocken fallen in die Stadt, brennend wie sie sind, könnt ihr etwas im Innenhof erkennen. Es ist dunkel, nur wenige Kerzen, die jetzt hier diesen kleinen Innenhof, das Atrium, beleuchten. Aber ihr könnt im Schein der Fackel zwei Männer erkennen, die dort stehen, als würden sie auf euch warten. Kreuzritter. Kommen sie mir bekannt vor? Richtig. Okay. Zwei Kreuzritter, die hier Wache stehen und jetzt langsam genüsslich ihre Schwerter ziehen. Nehmt euch in Acht vor diesen. Das sind keine richtigen Kreuzritter. Die sprechen Arabisch oder Byzantinisch oder... Ich drehe mich zu ihm um, grinse und mein, hast du das nicht eben gerade zu dem anderen auch gesagt?
Ich weiche mal zurück. Scheiße. Ja, du stehst direkt an der Tür. Die wurde jetzt vom Pater gerade verschlossen. Der hat wohl gerade noch wirklich nicht mitbekommen, was hier eigentlich Phase ist. Er dreht sich jetzt so ein bisschen erschrocken um, wenn du ihn anrempelst. Und die Männer kommen weiter auf euch zu. Ich will auch mein Schwert ziehen. Hast du dein Schwert? Dein Schwert? Dein Schwert? Ich greife an meinen Hammer. Genau. Welches Schwert? Du hast keines. Nein! Genau, mein Freund. Ich ziehe meinen improvisierten Streitkolben. Du meinst ich das Stuhlbein mit dem Nagel durch? Ja, improvisierten Streitkolben. Und Ich rucke mal Tancredi an der Schulter und halte dir meinen Hammer hin. Okay, ich nicke dazu und packe den Hammer enthusiastisch mit einer Hand. Das ist ein ganz normaler Hammer. Okay. Ich würde mich bis hierhin, damit ich die Säule habe, um den ohne Helm von mir wegzuhaben und nur gegen den mit der Hauberk, also mit der Kopfbedeckung gekäuft vor mir hätte, den rechten. Ja. Pater. Wie hoch ist denn eure Geschicklichkeit? Wir gehen jetzt in Initiative. Ist okay. Geschicklichkeit ist 50. 50. Dito. Auch. Meine ist 60. 60 für den Kreuzritter. Dann haben wir den Söldner, Priester. Okay, ich habe noch eine Geschicklichkeit offen für den Schmied. Noch 50. 50, Schmied. Dann ist der Kreuzritter zuerst dran. Okay, ich habe mich, nachdem ich den Hammer bekommen hatte, auch ein bisschen nach vorne bewegt. Bin wahrscheinlich nicht ganz so weit nach vorne gekommen wie der Söldner, aber ja, steht da irgendwo da. Die Kreuzritter nicken sich gegenseitig zu. Der eine möchte gerne den Söldner nehmen und der andere wird dann seinen Bruder quasi angreifen, also jeweils einen. Mhm. Ist okay. Beide rücken vor. Machen in dieser Initiative-Runde aber noch nichts. Die anderen drei auf der 50. Fangen mit dem Söldner an. Ich würde zuschlagen mit der Hiebwaffe Streitkolben, steht bei mir, also Hiebwaffe. Ich würde einfach mal würfeln jetzt und du sagst mir halt, ob ich da ein Minus kriege oder ob ich treffe oder nicht. Das überlasse ich jetzt einfach dir. Wie ist deine Statur? Meine Statur? Statur müsste, glaube ich, plus 1 sein, ne? Ist plus 1, ja. Ja, dann bekommst du, ich glaube, einen Punkt Erleichterung. Er bekommt zumindest einen Strafwürfel. Okay, weil ich größer bin als er oder was? Er selber bekommt keinen Malus. Nur beim Angriff, ne? Beziehungsweise du bekommst keinen Bonus, er bekommt einen Malus, so ist es, glaube ich. Okay, dann würfel doch einfach mal. Ich würfel jetzt auf meine Hiebwaffe, Streitkolben, also. Und hätte auf jeden Fall einen regulären Treffer gelandet. Ja, dann kann er einmal ausweichen und das würde er auch gerne tun. Und das schafft er. Er taucht unter deinem ziemlich einfach geführten Streitkolbenhieb durch, grinst einmal und möchte dann in der nächsten Gleis selber einmal angreifen. Aber erst einmal ist der Priester dran. Ich halte mich erstmal so ein bisschen in der Ecke und beobachte. Gut. Ich schiebe. Ja, dann ist der Schmied. Ich guck mich panisch um, ob irgendwas Hilfreiches in der Nähe ist. Keine Ahnung. Eine geschlossene Tür hinter dir. Stein oder so. Stein könntest du haben, ja, würde ich dir zulassen. Dann hebe ich einen Stein auf. Okay. Haben die Helme auf? Die haben aktuell keine Helme auf, nein. Das ist gut. Kannst wohl sehen, wie ihre Köpfe zu breit sind. Zu breit für einen Menschen. Sie sehen leicht aufgeschwemmt aus, möchte man sagen. Okay. Auch ihre Augen sind wohl auch ein bisschen zu weit von der Nase weg. Also es sieht ganz merkwürdig aus. Was für Waffen tragen die? Schwerter, Breitschwerter. Okay, dann sage ich, Vater, die Tür! Und wenn ich noch was machen darf, würde ich versuchen, die Tür wieder aufzumachen. Auch wenn ich einen bösen Verdacht habe. Ja, Stein aufgenommen, noch ein paar freie Aktionen zum Reden, dann ist die nächste Initiative. Der Kreuzritter fängt wieder an. Tancredi. Ich habe jetzt da gleich ein regeltechnisches Fragezeichen, denn mein Nahkampf steht Nahkampfschwert da. Das heißt, den kann ich nicht verwenden mit dem Hammer, richtig? Ich würde dir einfach einen Malus von 20% geben. Das heißt, du kannst normal auf dein Schwert würfeln mit einem Malus von minus 20. Okidok. Ich finde das fair. Aber mindestens 25, ne? Genau, mindestens 25, aber wir reden hier von ziemlich hohen Werten und dann. Ja, du schlägst dann auch genauso wie der andere über dem Kopf hinweg, beziehungsweise ein einfaches Schwert halten, so dass pariert wird. Und dann siehst du, wie er selber versucht, auf dich zuzuschlagen. Es ist genauso erfolgreich wie bei dir. Das heißt, er testet wohl so ein bisschen gerade noch aus, Schwert gegen Schwert, will dann wissen, wie du so kämpfst. Auf der anderen Seite passiert das Gleiche. Auch da wird ein Schlag gegen den Söldner geführt und er würde treffen. Und ich darf jetzt ja mit der Hiebwaffe ganz normal abwehren. Richtig.
Ja. Na, schaut ja ganz gut aus. Das sieht gut aus. Ja, dann ist die Aktion von den beiden Kreuzrittern rum und der Söldner ist dran. Ja, ich versuche halt jetzt einen Gegenschlag zu führen, weil was anderes kann ich jetzt gerade ja nicht machen. Oh, ja. Ja, er möchte ganz gerne auf seine Parade verzichten, nimmt diesen Treffer und würde selbst noch einmal zuschlagen wollen. Ja, okay, kann ich ja nichts dagegen machen. Richtig. Ja, dann treffen beide. Du musst jetzt halt einfach sagen, weil ich hatte jetzt den Streitkolben, den mir der Michael gesagt hat, macht 1d6 plus Schadensbonus und das ist jetzt hier kein Streitkolben, also ich weiß jetzt nicht, was ich würfeln soll für meinen Schaden. Das ist jetzt eine improvisierte Waffe, ne? Das Stuhlbein. Ja. Knüppel, Stuhlbein mit Nagel drin. Ich sag einfach mal, würfel mal ein W8 plus Stärkebonus. Das ist zu viel, weil der Streitkolben macht schon W6 plus 2. Ja, wieso nicht? Also einfach mal machen. Gerade wenn die Nägel ordentlich treffen, kann das richtig wehtun. Okay, gut. Dann ist plus erstmal das. Das sind 7 und dann gibt's noch den W4 dazu. Der Streitkolben macht eine Wuchtschaden. Du musst jetzt nur noch Stichschaden. Also kriegt der 11 Schadenspunkte ab. Ja, schauen wir mal nach. Du siehst, wie er wohl gerade sein Schwert in dein Bein zieht für 5 Schadenspunkte. Also tut schon ordentlich weh und reißt dir dein Knie auf. Aber du kannst ihm dann mit diesem Knüppel, Nägel drin, das Gesicht aufschlagen, aufreißen und der bricht blutend zusammen. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Ja, ich sehe auch nicht mehr sehr gut aus. Also ich habe eine sehr böse Wunde abgekriegt anscheinend. Ja, von meinen 13 Lebenspunkten habe ich jetzt nur noch, du hast mir 7 Punkte Schaden gegeben, hast du gesagt? Ich muss gerade gucken, 1 plus 4 sind 5. 5, Entschuldigung. 5 Schaden. Ja, ist okay. Genau, also mit dem Knie sollte man demnächst zum Medikus gehen, sonst könnte es sein, dass du da ganz, ganz böse wegkommst und dein Knie für immer verkrüppelt ist. Priester ist dran. Ich lasse erstmal die beiden anderen vor. Also ich möchte in der Runde noch was tun, aber ich warte gerade ab. Ja, Schmied. Die Tür, Pater, die Tür. Ich versuche die Tür zu öffnen. Ja, also die Tür selber hattest du ja geöffnet und sie wurde nur geschlossen, aber nicht verschlossen. Also du könntest jetzt die ganz normal öffnen. Dann tue ich das. Kannst du aufmachen, stehst dann in der geöffneten Tür, vor dir immer noch der Lärm der Straße. Hier hat sich immer noch nichts geändert. Dann halte ich so die Tür fest und warte, ob alle durchrennen, falls ein Rückzug kommt. Ja, Priester kann jetzt noch tun, der hatte einmal verzögert. Ja, ich verzögere immer noch. Okay, dann kommt die nächste Initiative. Wenn du weiter verzögerst, dann entfällt sie einfach. 3, 2, ich verzögere. 1. Also ja, genau, ich warte. Richtig. Ja, nächste Initiative, Kreuzritter, Tancredi. Okay, ich täusche einen Schlag von rechts an, um dann von links unten einen Schlag zurückzuführen. Muss mich dazu zwar nah ran bewegen, aber... Das sollte gelingen. Auch er wird wieder nicht parieren. Genauso wie sein Bruder, der eben gerade schon auf den Asphalt aufgeschlagen ist, wird er einen weiteren Schlag gegen dich führen. Mhm. Oh, und das sieht böse aus. Dann kannst du Schaden machen, er kann aber auch Schaden machen. Soll ich den Schaden vom Schwert nehmen oder soll ich einen anderen Schaden nehmen? Du hast jetzt was in der Hand? Einen Hammer. Ich habe jetzt einen Hammer in der Hand, richtig, ja. Dominik, weißt du, wie der Hammer Schaden? Ich habe nur Kriegshammer. Kriegshammer. Einen normalen Hammer habe ich nicht. Was macht denn der Kriegshammer an Schaden? 1W6 plus 2. Okay, dann mach mal 1W6 plus Stärkebonus. Sehr gerne. Der Stärkebonus ist 1W4. Ah, das ist schon mal nicht so toll. Also 4 Schaden. 4 Schaden, ja. Dann bekommst du das Schwert in die Brust geschlagen für 9 Schadenspunkte. Und den Crit ignorieren wir einfach mal von ihm. Das heißt, ich habe noch 5 Lebenspunkte. Und das ist auch noch ganz gut. Ja, und er hat noch eine Aktion und da würde er gerne noch ein zweites Mal angreifen. Denn er hatte eben, wie gesagt, auf seine Parade verzichtet und würde es einfach gerne nochmal versuchen. Okay. Könntest du aber parieren, wenn du willst. Er würde treffen. Parieren tut man mit dem Angriffswert der Waffe? Oder ich meine, wie funktioniert? Ja. Okay, ja, dann pariere ich. Du kannst auch ausweichen, aber ja. Na, es ist besser zu parieren. Ja, dann klonkt wieder Stahl auf Stahl und der Söldner ist dran. Gerade vor dir, der... Tancredi hat jetzt mehr als die Hälfte seiner Trefferpunkte verloren, ne? Ja. Das ist richtig. Das heißt, der hat eine schwere Wunde. Okay. Das Häkchen habe ich jetzt gesetzt. Was hat das für Auswirkungen? Dass du Konsti. Sonst kippst du erstmal bewusstlos. Eine Konstitutionsprobe. Mhm. Okay. Glück. Bricht gut zusammen. Glück. Kann man da Glück ausgeben? Ah, stimmt, ja. Ich setze 7 Glück gern. Gut.
dann kannst du mit den Glückspunkten 7 abstreichen und den Schlag nicht ignorieren, aber tolerieren. Ja. Wie gesagt, dann klonkt Stahl auf Stahl. Der Söldner kann gerade sehen, wie der andere auf den Boden aufschlägt und irgendeine gelbe Flüssigkeit zusammen mit dem Blut auf den Boden, auf den kiesigen Boden ausläuft. Dann wird sie dich wahrscheinlich bewegen. Ich mache 1-2 Schritt rüber. Der andere hat zweimal angegriffen. Der hat sie, öffnet sich mir gerade. Ja. Und ich versuch's. Ja. Und der kriegt auf jeden Fall einen mit und du kriegst erstmal meinen Stärkebonus. Das sind 4 Schadenspunkte und du hast gesagt, ich soll den W8 würfeln. Ja, dann sind das 10 Schadenspunkte. Beschreib die Situation. Ja. Ich vermute mal dadurch, dass er sich richtig schön geöffnet hat, einen Ausfallschritt nach vorne gemacht hat, um den Kreuzritter in die Brust zu stechen, bietet er mir richtig schön die Seite von seinem Schädel und da geht richtig schön zweihändig, ziehe ich den Knüppel hoch mit den und gebe ihm meine hinters Ohr mit und hoffe nur, dass seine Schädeldecke knackt. Ja, ein paar Gehirnstückchen spritzen auch in das Gesicht von Tancredi. Der ist ein bisschen perplex, wo auf einmal der Streitkolben von seinem Söldnerkumpan herkommt, aber ist hoffentlich etwas dankbar. Und dann ist der Kampf auch relativ schnell beendet. Das nächste, was ich mache, ich lasse kurz den Dreckschweine. Zieh den Dolch und schlitz ihm beiden nochmal die Kehle auf. Verrottet in der Hölle. Ja. Dann nähere ich mich mal Tancredi. Ja, ich würde auch direkt nach dem Kampf zu Boden sacken und mich an die Wand lehnen und also ich merke, dass überall das Blut rausströmt und halt drückelt so mit der Hand dagegen. Bei mir ist es dann so, nachdem ich die zwei noch mit dem Dolch abgeschleppt habe, merke ich dann auch, dass mein Körper langsam nachgibt. Ich bleib dann so an der Säule stehen und fahre mit einer Hand runter an den Oberschenkel, wo der Schwertschnitt mich erwischt hat. Und ich schau mal, ob ich mit Medizin was ausrichten kann. Ja, würfel mal einen Medizinwurf. Ja, du reißt hier deine verdreckte, so einen kleinen Saum, reißt sie ab von deiner stinkenden, widerlichen Robe, reißt sie ab und wickelst ihm das dann so um die Brustwunde, damit erstmal die Blutung aufhört. Kannst sehen, wie da wohl so ein bisschen grüner Auswurf dann auch in diese Wunde reinkommt, aber ja, Hauptsache, es blutet nicht mehr so stark. Ach, eigentlich hört es gar nicht mehr auf zu bluten. Oh. Oh, das sieht schlimm aus. Na, ich ertrage den Schmerz stoisch. Ach, ich gebe nicht so klein bei, also das forciere ich nochmal. Okay, forciert ist ja nicht dein Schicksal. Genau, ist ja nicht mein Schicksal. Ich sehe da irgendwie einen kurzen Abend auf mich zukommen. Forciere den Wurf. Ich nehme von meinem Untergewand ein Stück, das ist ein bisschen sauberer als... Yay! Yeah. Beschreib die Situation. Ja, in dem Stress, sorry, ich kann mich nicht mal an alle die Sachen erinnern, aber irgendwie war da was mit dreckigen Sachen. Von daher reiße ich da so ein Stück von meinem eher sauberen Untergewand ab und säubere damit die Wunde, insbesondere das, was ich vorhin da halt so reingedrückt habe, aus Versehen. Binde da so, mach so Pseudodruckbandmäßig und bekomme also so die Blutung einigermaßen gestillt, sodass Tancredi also dann ein bisschen wieder stabilisiert sein sollte. Ist mit eurem Bein alles in Ordnung, Francesco? Ich guck mal so vorsichtig nach. Ich hab ja noch den Dolch in der Hand. Die beiden Ritter, die da vor mir liegen, oder die zwei deformierten Typen, die werden ja auch Hosen oder irgendwelche Umhänge anhaben oder sowas, oder? Ja, die haben die volle Montur eines Kreuzritters an, minus den Helm. Na gut, ich schneide mir mal ganz kurz so ein Stück vom Umhang ab, weil ich habe Erste Hilfe. Und ich will mir erstmal nur mal die Blutung in meinem Bein stoppen. Ich bind die erstmal nur mal ab. Ja, dann versuch's mit Erster Hilfe. Der Medizinwurf bringt dir sofort, ich glaube, 3 Punkte Leben, oder wie ist das? 1W3. 1W3, ja, dann gebe ich dir die vollen 3, weil mit 1 kritisch, dann bekommst du 3 Lebenspunkte wieder. Okay. Und Francesco, da knackt wohl irgendwie dein Bein gerade, ist ganz ungesund und du gibst ein bisschen nach. Kniescheibe hat sich wohl gerade rausgedreht, als du es versucht hast zu verbinden. Schreiend gehe ich zu Boden. Vater? Was denn, mein Sohn? Könnt ihr ihm nicht auch helfen? Ja... Dann beobachte mal hier, nicht, dass wir jetzt gleich noch irgendwie von hinten umgeworfen werden. 2 am Boden liegende Krieger. Oh, das ist nicht... Geh mal nach hier und schnapp mir das Schwert, das er fallen gelassen hat. Breitschwert. Dann die Tür steht immer noch offen und der Lärm der Straße dringt. Was? Nee, die Tür habe ich zugemacht. Ach, die Tür hast du zugemacht? Ja, das ist ja schön, dass du das gesagt hast. Habe ich gemacht. Okay. Über euch könnt ihr wieder ein Surren hören und ein weiterer Steinbrocken, der mit aller Gewalt auf die Stadt wieder niederregnet. Irgendwo neben euch könnt ihr es knistern und knacken hören. Also mein Medizinversuch bei Francesco war ziemlich erfolgreich. Mhm, gut, dann da... Ich habe jetzt einen Lauf.
Richtig. Trotzdem keine 1 bis 5, also da ist der ganz normale W3 dann im Spiel. Den kann sich dann Francesco selber einmal notieren. Ich geh mal rum und suche mal nach irgendeiner Stütze für die beiden. Möchtest du Türen aufmachen? Hier in diesem Atrium gibt es keine Stütze, keinen Stock oder so. Es sei denn, du willst jetzt das Schwert oder sowas ranbinden. Ja, also wenn hier eine Tür ist, dann mach ich die auf. Ist ja die nächste, die da ist. Okay, ja, du machst die Tür auf und siehst eine Küche. Direkt in der Ecke kannst du sehen, wie da wohl ein... offensichtlich ein Mönch, also mit anrasierten Haaren, die typische Kutte, steht da in der Ecke, hält drohend abwehrend ein Messer hoch. Seine Hände sind allerdings auch gefesselt. Und was dazu kommt, er hat wohl auch mehrere Hiebe in Richtung seines Gesichts bekommen. Also ein blaues Auge, teilweise auch schon leicht gelblich gefärbt. Also der wurde schon vor einigen Tagen mal ziemlich hart verprügelt. Okay, ich nehme mal das Schwert in beide Hände und... wer seid ihr? Du fragst auf Latein, ne? Ja. Er ist verwundert. Andronikos. Andronikos? Ja, er antwortet auf Griechisch, was du dann wieder nicht verstehst, ziemlich schnell. Und ich bin Andronikos dann auf Latein. Ihr Lateiner? Ja, lass das Messer fallen. Ihr erobert die Stadt? Nein, also nicht wir. Er hält wieder das Messer vor sich und... Poggio, mein Sohn, was ist da los? Sticht so ein bisschen in die Luft hinein. Geht weg. Hier ist ein Mönch, sagt er, sei Andronikos. Francesco, wird's wohl gehen? Ja, ich... Das lässt mich auch, als ich das höre, lässt mich das auch auffahren und ich quasi gehe so leicht humpelnd und ungleich, aber ich gehe auch in Richtung dieses Raumes. Also ich höre, dass da Andronikos drin ist. Hunala, hey, warte mal, Hunali, nimm das Schwert von dem Zweiten mit. Ich zeig mal auf dein Messer und dass es wegpacken soll. Er schaut so ein bisschen ungläubig jetzt zu dem zu der anderen hageren Gestalt, die da so in der Türspalte drin steht. Geht weg. Tancredi, nimm das Schwert. Ja, okay, das mache ich auf dem Weg. Wir tun euch nichts, wenn ihr uns nichts tut. Nehmt euch, was ihr wollt. Das ist nicht mein Haus. Es gibt hier kein Gold. Alles weg. Mein Bruder, wir sind nicht auf der Suche nach Gold. Bruder? Ihr seid... Ich bin Andronikos. Ihr seid Andronikos. Das ist höchst erfreulich. Wir sind auf der Suche nach euch. Er sticht wieder mit seinem Messer in die Luft. Ich bin nur ein Mönch. Lasst mich in Ruhe. Gestattet mich vorzustellen. Ich bin Prior Gregorio. Wir kommen nicht in der Absicht, euch etwas anzutun. Ihr seht nicht aus wie ein Prior. Nun, in diesen Zeiten ist es nicht wirklich einfach, in meinem gewohnten Habitus in diese Stadt zu kommen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ich ziehe mein Kruzifix unter dem Gewand hervor. Er lässt so ein bisschen die Hände und das Messer sinken. Was ist mit den beiden Kreuzrittern da draußen? Ich denke, diese stellen wohl keine Gefahr mehr für uns da. Okay. Und was wollt ihr von mir? Dass ihr das Messer weglegt. Ja, legt es dann neben sich auf diesen kleinen Tisch, wo auch noch so ein geschlachtetes Huhn oder sowas liegt und schaut euch dann so ein bisschen zweifelnd an. Okay, dann nehme ich mal die Waffe etwas runter und guck mich erstmal in den Raum um, ob hier irgendwas ist, was den beiden stützen kann. Ja, hier wirst du sicherlich irgendwas finden. Was fällt dir denn ein, was du in der Küche finden kannst zum Stützen? Ja, zum Beispiel einen Besen, ja, oder... ja, genau, das habe ich auch gesagt. Keine Ahnung, Feuerholz. Ja, genau, kannst du da so ein vom Backofen nimmst du dir die Schaufel, kannst du dann in zwei Teile treten und prinzipiell dann auch mit deiner Handwerkskunst an das Bein binden. Du kannst auch von den Schemeln, die da sind, ein Stuhlbein abbrechen. Ja, ich werde schon irgendwas finden. Ja. Ist ja egal, was es im Detail ist. Also was zum Stürzen wirst du finden, ja. Okay, könnt ihr laufen? Sage ich zu Tancredi. Wie sehen denn die Verletzungen von dem Andronikos aus? Du sagtest, der hat Prügel einstecken dürfen. Ja, ziemlich hart. Schwerere Wunden oder... Nein, also das hat sicherlich irgendwann mal wehgetan, aber zurzeit ist das gerade auch wieder am Verheilen. Also nichts, was irgendwie schwerwiegend ist. Keine bleibenden Verletzungen. Tancredi? Okay, Tancredi scheint in Ohnmacht gefallen zu sein. Während die da draußen im Endeffekt sich jetzt mit dem Mönch unterhalten und er da anfängt, beim Tancredi zu helfen, die Kettenhemden der zwei Toten, ist da eins davon oder ist einer von denen vielleicht dabei, wo ich sagen könnte, es würde mir passen? Im Prinzip ja. Du bist ein bisschen kräftiger durch deine Statur, aber du könntest die anziehen, wirst dann aber ein bisschen behindert. Ja, gut. Also ich gebe dir einfach mal eine -10 auf alle deine Würfe, solange du das Kettenhemd dann hast. Ja gut, das ist kein Problem. Auf jeden Fall erstmal sowas, weil wenn jetzt hier mehrere rumlaufen, ich guck mal, dass ich das Größere von den Kettenhemden kriege. Mhm. Sonst haben die ja nichts dabei, oder?
Ja, also wenn du dir die betrachtest, die sind in Kreuzrittermontur, Schwert, noch kleine Seitenwaffe, also sowas wie ein Dolch, Umhang ist dabei, und wenn du sie dann so nach und nach entkleidest und die Rüstung dann selber für dich anziehst, wirst du wohl erkennen, wie sie, okay, bei dem einen, dem du jetzt das Gesicht zerschlagen hast, wirst du nicht mehr so viel erkennen, aber bei deinem ersten Gegner kannst du erkennen, dass er wohl Kiemen hat hinter seinen Ohren. Ansonsten kannst du wenig ausmachen. Ja, okay. Würfel mal Verborgenes erkennen. Verborgenes erkennen? Ja, klar. Mal gucken, vielleicht fällt mir ja irgendwas auf. Nö. Ja, okay. Dann bist du so ein bisschen beschäftigt, die zu auszuziehen, und sonst keine weiteren Merkmale, Hinweise. Andronikos sagt, was machen diese falschen Kreuzritter hier in der Stadt? Ich bin mir nicht sicher. Sie waren plötzlich hier. Ich bin eigentlich hier angestellt bei Heraklios, aber der ist geflohen, schon vor einiger Zeit, und dann tauchten sie hier auf, und sie wollten wissen, wo das Al-Asif ist, aber das weiß ich selber nicht. Sie sagten, es ist in der Bücherei, aber da wollte ich sie nicht hinführen, und dann haben sie mich geschlagen. Das Al-Asif. Mhm. Nun, wir sind in einem besonderen Auftrag hier, und wir sollen vor dieser nun untergehenden Stadt oder vor dem, was da noch kommt, einige wertvolle Gegenstände sichern für den Heiligen Vater. Für den Heiligen Vater? Ihr kommt direkt aus Rom? Sozusagen. Nicht direkt aus Rom selber, doch für einen seiner Gesandten, den er entsandt oder der entsandt wurde, um uns diesen Auftrag zu erteilen. Oh, okay. Was sucht ihr? Also was genau? Nun, es wurde uns nur mitgeteilt, es sei in eurer Obhut, in eurer Verwaltung. Es sollen Bücher sein. Um welche es sich genau handelt, wurde uns nicht aufgetragen oder mitgeteilt. Nun, ich war einige Zeit lang einer der Bibliothekare von einem Kloster der Akuimeten. Aber ich wurde dem Ort verwiesen. Aber dort befinden sich Bücher. Das sind wohl diejenigen, die ihr meint. Und wo ist diese Bibliothek? Verzeiht, wenn ich so direkt frage. Doch ich habe den Eindruck, die Zeit drängt ein wenig. Das Kloster selbst ist am Bukoleon-Palast, also auf der anderen Seite der Stadt, im Süden. Ich habe nicht viel mitbekommen, aber wir werden wohl angegriffen. Die Lateiner, die Römer, die Venezier, sie greifen die Stadt an? Dann vermute ich, ist das erste Ziel, was sie haben... Nun ja, von hier aus am Norden der Blaschernpalast und der Bukoleon-Palast oder die Hagia Sophia, aber dort ist das Kloster. Wir müssen uns also beeilen, wenn es drängt. Das sehe ich dann wohl auch so. Hey, Francesco, halt still. Könnt ihr mit uns mitkommen, um uns vielleicht den Eintritt ins Kloster zu erleichtern? Ja, das kann ich wohl tun. Ich glaube, ihr würdet die Bibliothek auch ohne mich nicht finden. Sie ist versteckt. Nun, dann lasst uns sogleich aufbrechen, oder? Wie mobil seid ihr denn? Also, Francesco und... Vielleicht gibt's hier eine Schubkarre. Oder einen Handkarren. Bildtechnisch gesehen fehlen mir, in Klammern, nur 3 Lebenspunkte. Mir fehlen, ja, 6 Lebenspunkte. Also, ich werde wahrscheinlich hinterher hinken, aber es wird wahrscheinlich gehen, nachdem jetzt du mir auch... Ist ein Tischbein angebunden, ja. Ja, du hast es halt stabilisiert. Es kann ja auch angebrochen sein. Und ich vermute mal, dass ich schon ein zäher Hund bin, dass ich damit auf jeden Fall eine Zeit lang laufe, weil es ist verbunden worden vom Arzt, geschient worden jetzt von ihm. Also. Ja, ich guck mich hier nochmal um in den Räumen, ob ich eine Handkarre oder so finde. Ja, wenn du die Tür zum Stall aufmachst, da wo Hühner, Schafe, Ziegen sind, wirst du sicherlich auch sowas wie einen Handkarren finden. Da kann er sich dann reinsetzen, wenn du das möchtest. Dann hole ich jetzt einen Handkarren. Ja. Hier. Gibst so ein bisschen das Heu aus, oder das war jetzt eben zu viel ist, sodass er sich dann auch so ein bisschen in das Heu reinsetzen kann, und ja, es sieht gemütlich aus.